Das Wochenende steht drohend bevor und damit eine Handelspause, die sich manch einer auch verdient hat. Nachdem der Kurs so schön gestiegen ist, hat der DAX sich definitiv ein Päuschen verdient. Ja, der Oktober bisher nicht so schlecht und das Ganze sogar patternmäßig einigermaßen hübsch mit der Überlegung und Erwartungshaltung, dass der Kurs jetzt weiter nach oben geht. Das werden wir dann sehen, ob er das so schön erfüllt. Das wäre jetzt so dieses Wunschbild, dieses Traumbild, um es besonders schön zu machen. Einige wünschen sich das, weil sie long sind und sagen, ja, ich will, dass der Kurs eben noch weiter steigt. Super nachvollziehbar. Andere sagen, naja, es sollte halt zumindest dem klassischen Verlaufsmuster hier entsprechen. Ebenfalls eine gute Idee. Wir werden sehen, ob sich das Ganze so auflöst. Die Chance dafür ist allerdings relativ gut und deshalb bleiben wir vorläufig hier bei dieser Idee, dass die Aufwärtsrichtung wohl beim DAX vorläufig nochmal die bessere ist. Nächste Zielmarke ungefähr 17, nee Quatsch, 15, 700 in etwa. Das wäre jetzt hier sicherlich ein sehr kurzes Ziel, aber zumindest mal eine mögliche Chance für einen Dreh. Also da mal genauer hingucken, ob der Markt damit Schmackes durchgeht oder ob er hier schon pampemuselig wird. Die Alternative wäre die typischere. Das ist immer so ein bisschen Orientierung. Guckt euch das Video von gestern gegebenenfalls dazu an. Da haben wir die Marken hergeleitet, wie wir da drauf kommen. Das wäre dann eben nochmal deutlich höher, so ab 850 bis 900, so in der Richtung. Das wäre die Variante. Nichts Neues insofern. Wir werden sehen, ob das Ganze passiert. Wohl vor dem Wochenende nicht mehr. Dazu bleibt nicht genügend Zeit. Was ist bei den Amerikanern? Die sind ja auch noch tapfer auf dem Weg nach oben. Der Dow Jones gar nicht so schlecht. Der Dow Jones ist der, der dem DAX am nächsten ist. Oder umgekehrt vielleicht der DAX, der dem Dow Jones am nächsten ist. Und hier ist immer wohl noch die Aufwärtsrichtung relativ deutlich. Man kann das sehen, auch jetzt hier aktuell Schub nach oben. Jetzt geht es hier wieder wackelig. Das ist für all diejenigen, die Intraday jetzt unterwegs sind, auf der Suche, Schnäppchen vom Freitagabend nochmal. Das ist wackelig im Moment hier runter. Also tendenziell sind Brüche auf der Oberseite weitere Long-Möglichkeiten. Ja, denn die Schubrichtung, wie gesagt, ist nach oben und das ist ein ganz gutes Zeichen. Wir hatten das ja jetzt mehrfach erlebt hier. Gestern zum Beispiel Schub hier, wackelig runter, dieses typische dreiwellig, also hier unten Schub, wackelig und die Fortsetzung hier auch im Kleinen. Hier jetzt vielleicht im Großen, beziehungsweise was wir hier noch bekommen, das wäre ebenfalls eine interessante Geschichte. Aus meiner Sicht immer schön, das nochmal triggern zu sehen, nicht, dass der Kurs dann doch nach unten wegbricht, denn das kann theoretisch ja auch passieren. Ein Beispiel, wer jetzt hier sagt, naja, da sagt er doch auch immer, das war steil und das ist doch wackelig. Völlig zu Recht würde ich hier nach einer Long-Situation suchen, aber er triggert halt nicht nach oben, sondern er läuft nach unten raus. Ja, dann gibt es auch keinen Grund, auf der Long-Seite zu sein. Also, das mit dem Trigger ist eine Sache, die viele übersehen, wo sie sagen, ja, ist nicht so wichtig, ich will den Preis lieber günstiger haben. Lasst euch das bestätigen. In dem Fall wäre man nicht getriggert worden, in diesem Fall, ja, wäre man getriggert worden. Es gibt natürlich auch Fälle, wo man sagt, ja, aber da funktioniert es dann nicht. Also, bitte leitet nicht daraus ab. Ich habe auch fünf Gegenbeispiele. Es gibt eine ganze Reihe Gegenbeispiele. Aber die Erwartungshaltung ist ja immer, dass wir sowas Ähnliches dann nochmal bekommen. Das heißt, ich habe relativ viel auf der Gewinnseite gegenüber relativ wenig auf der Verlustseite. Und dann brauche ich nicht meine 50-50-Relation, was Gewinntrades und Verlusttrades angeht, um positiv zu sein. Da würde sogar noch weniger reichen. Der S&P sieht ein bisschen anders aus, denn wir sehen, dass auch der ist nach oben gegangen. Vorsichtig, da müssen wir das hintere Ende nochmal angucken. Aber diese Ecke hier, die sieht nicht mehr so schön aus. Punkt 1 fällt mir auf, dass wir sehr steile Rücksetzer haben. Die sind alle konterkariert worden, sofort mit einer Gegenbewegung. Aber warum fangen die Leute an, nervös zu werden? Warum so heftige Bewegungen hier? Und insgesamt, wenn so eine Aufwärtsbewegung Richtung korrektiv eher aussieht, also das ist in Trendrichtung. Warum Trend? Naja, wir sind von unten gekommen und es geht ja weiter nach oben. Aber so der Schwung lässt nach. Wir haben mehr Überschneidung hier. Das ist so ein vorsichtiges Zeichen der Warnung. Fairness halber müssen wir aber hier auch auf den 5-Minuten-Chart wechseln. Aber ihr seht auch hier den Unterschied. Auch hier haben wir den starken Anstieg, aber wir sind bis da wieder runtergekommen, bis fast an die Ausgangssituation. Also wenn ich wählen müsste, welchen ich von den beiden besser finde, dieser hier, der ist deutlich nervöser und dementsprechend kritischer, wenn es dann doch mal nach unten durchbricht und vor allen Dingen wackelig nach oben geht. Im Moment ist das eben noch nicht so der Fall. Hier ist ebenfalls ein schönes Beispiel. Das hätte mich auf die Short-Seite verschlagen, von der Idee. Das hätte es bestätigt. Und das hätte es für mich ausgelöst. Gut, das war jetzt nicht zu verwechseln. Also die Bewegung hier und das, was wir hier tatsächlich bekommen haben, die sind jetzt nicht wirklich verwechselbar. Insofern kein Thema. Aber wir sehen schon, dass dieser Markt nervöser ist. Und das liegt auch daran, dass natürlich im S&P 500 die
Tech-Titel viel mehr vertreten sind und natürlich auch viel gewichtiger sind. Und dementsprechend Nasdaq und S&P heulen hier in die gleiche Richtung so ungefähr. Wir sehen sehr starke Abwärtsbewegung, 5-Minuten-Chart. Und jetzt vergleicht das mal mit dieser Aufwärtsbewegung. Dann habt ihr eine Idee, welches ist die stärkere Bewegungsrichtung. Das könnt ihr an dem Winkel ausmachen. Ja, wie steil ist das? Jetzt machen wir mal ein bisschen hier wieder Schule. Wie steil ist der Winkel? Und diese Bewegung, wie steil ist diese Bewegung gewesen? Das ist schon mal so ein erstes. Das ist ja fast 90 Grad, was wir da haben. Ein erstes Indiz. Das zweite ist die Kursüberschneidung. Hier haben wir keine Gegenbewegung. So gut wie keine oder überhaupt gar keine. Und jetzt haben wir hier in der Aufwärtsbewegung, wunderbar, haben wir da Gegenbewegung. Wir haben hier eine, wir hatten hier vorne schon eine, wir haben da eine, wir haben da eine, wir haben hier eine, vielleicht hier die kleine noch dazu. Da ist eine Menge Überschneidung dabei. Wollen wir es nicht überdramatisieren, aber das ist eben deutlich schwächer, das muss man so sagen. Und auch die Nervosität hier, wenn wir uns mal angucken, der Dow, der ging tapfer nach oben, hier ging es sogar zack nach unten und dann in die, also das ist kein Vergleich. Also die Tech-Titel scheinen im Moment angezählt, das heißt jetzt nicht, dass das ein Drama ist, aber es sieht so aus, dass sich vor dem Wochenende im Moment die Aufwärtsseite bei den Techies nicht mehr so als die heilsbringende Richtung eben entwickelt, deshalb mit den Tech-Titeln im Einzelnen ein bisschen vorsichtiger sein oder mit dem Nasdaq natürlich und entsprechend mit dem Pendant S&P vielleicht sogar eher auf der Short-Seite suchen, auch wenn dieses Bild jetzt hier im ganz kurzen, aber Minuten-Chart müssen wir jetzt nicht unbedingt angucken, das machen wir lieber gleich dann live am Chart, aber das ist etwas, was im Moment jetzt nicht wirklich begeistert, um auf die Long-Seite mit nochmal zu gehen. Ja, also wir sehen, vielleicht dreht der Markt tatsächlich ein bisschen auf Pausemodus. Wenn ich sage, er dreht, das soll nicht unbedingt heißen, dass wir jetzt dann einen riesen Crash zu erwarten haben. Überhaupt nicht. Es bedeutet aber, dass wir diese starke Aufwärtsbewegung, das müssen wir ihm ja zubilligen, er hat ja Tolles geleistet, wollen wir mal nicht maulig sein, dass er jetzt mal eine Pause braucht, ist ja nicht so außergewöhnlich. Das kann auch irgendwie so ein Pendant-mäßig hier in diese Richtung gehen. Idealerweise bleibt der Markt oberhalb dieser Marke, also die 15.000, so als Pi mal Daumenwert, sollten wir idealerweise nicht mehr durchstoßen. Nicht so sehr. Viele sagen, ja, das ist so eine psychologisch wichtige Marke. Psychologisch wichtig, das hat da super funktioniert, das hat hier super funktioniert. Also man sollte immer ein bisschen aufpassen mit diesen psychologisch wichtigen Marken. Das würde ich nicht überdramatisieren, aber wir haben hier eine Wende gehabt, das heißt, da sind einige an der Stelle long gegangen oder sind hier ausgestoppt worden. Also es ist nicht wegen dieser Big Figure sozusagen, wegen der großen Zahl jetzt hier, dass es eine runde Zahl ist, so sehr dramatisch, sondern eigentlich mehr, weil einige Leute hier ihre Entscheidung gefällt haben, beziehungsweise hier, die kommen spätestens, wenn wir da aufsitzen, in Schwitzen und dann wird entschieden, ob sie sagen, naja gut, dann gehen wir nochmal rein oder ob sie sagen, jetzt gehe ich wieder raus und sogar den Verkaufsdruck nochmal erhöhen. Das werden wir an der Stelle sehen. Solange es oberhalb bleibt, ist alles safe. Wenn es dann noch wackelig runterkommt, sowieso, dann haben wir da das ähnlich wie beim DAX mit einer kleinen Unsauberheit hier vorne, wo wir im Groben zumindest mal sagen können, ja, dann kriegen wir das gleiche Bild. Denkbar wäre das ja allemal. So, damit entlasse ich euch jetzt erstmal in den Markt. Guckt euch das selber mal an, was ihr daraus machen könnt. Ihr könnt natürlich das Verfahren grundsätzlich auf alle möglichen Märkte anwenden. Soweit aber mal die aktuelle Einschätzung hier für die Indizes. Ich drücke euch so oder so die Daumen, dass ihr auf der richtigen Seite liegt und für euch noch ein bisschen was Schönes rausholen könnt aus dem Markt. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.